Guten Abend, meine Lieben. Ich lese euch mal was vor. Zum Glück haben wir eine Community und die Community hat mir ja einen Artikel zugemailt. Ich zitiere, damit ihr nicht mitlesen müsst am Handy. Es ist zu schön. Es ist eine diffuse Mischung aus Verschwörungsideologen, Virusleugnern, rechtsoffenen Esoterikern, rechtsoffen, und Rechtsextremen, die sich für diesen Sonnabend angekündigt hat. Sie wollen einen Tag der Freiheit feiern und gleichzeitig das Ende der Pandemie verkünden. Auch wenn die Infektionszahlen wieder deutlich steigen. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, dass es gar keine Pandemie gegeben hat und dass Infektion nichts Besonderes ist. Schon gar nicht mit einem Zellabfall. Ich verweise auf das Wort Exosomen. Aber es wird höchst spannend, was das was die medizinische Seite angeht. Naja, wir werden also vermischt mit Rechtsextremen und ich weiß nicht, Esoteriker okay, aber rechtsoffen. Das Recht ist offen oder, naja, Virusleugner, naja, Verschwörungsideologen. Leute, ihr könnt den Artikel dann selber lesen. Ich habe den euch dann auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch natürlich auch verlinkt, was wir machen. Aber ich komme gleich drauf. Und zwar aufgerufen hat die Stuttgarter Initiative Querdenken 711, deren Pressesprecher Stefan Bergmann stellte bereits klar, was er von den aktuellen Sicherheitsregeln hält. Corona sei ein Fake-Virus, erlogen von Fake-Wissenschaftlern. Die Regierung wolle keine Menschenleben schützen, sondern den Kommunismus einführen. Bergmann sagt, scheiß auf das Abstandsgebot. Ja, klar. Wie gesagt, ihr könnt dann den Rest selber lesen. Der Artikel sprüht von Hass, aber der Artikel zeugt von Angst. In meinen Augen. Und natürlich, ach komm. Also, ist denn das die Possibility? Na Leute, ja, es geht weiter. Das war der Tagesspiegel und zwar veröffentlicht online 11:58 Uhr heute. Kleine Überschrift: Sie wollen das Ende der Pandemie feiern. Corona-Leugner und Rechtsextreme rufen zur Großdemo in Berlin auf. Mindestens 500.000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter bei einem Protest im Tiergarten am Samstag. Wenn weniger kommen, dann ist Merkel schuld. Von Sebastian Leber. Und dann so ein albernes Bild da rein zu machen. Also, so albern. Das seien die Teilnehmer der Querdenken 711 Demo in Köln. Ihr Sprecher sagt, scheiß auf das Abstandsgebot. Foto von Hart und Imago. Naja, so albern machen wir das nicht. Garantiert nicht. Wir setzen ein Zeichen. Leute, ich sage, wir setzen ein Zeichen und muss doch gleich sagen, weil ich schon öfter gefragt wurde, ich kann aus persönlichen Gründen nicht dabei sein. Es tut mir leid. Ich habe eine ganz andere Rolle für uns. So. Also, nochmal, so albern? Wir? Ne, absolut nicht. Ich werde auch hierzu nochmal verlinken, also nicht zu dem Video oder meinetwegen auch zu dem Video. Doch, ja. Ich werde zu diesem Video am besten hier oben verlinken nochmal. Das wurde nämlich gestern geblockt, geblockt, geblockt. Es hat fast keiner Aufrufe erhalten, keiner wurde benachrichtigt. Erst 3 Stunden später und so weiter und so fort. Man sieht, was für eine Angst die Bande hat. Naja, gut. Aber jetzt nicht gut, denn jetzt wird es langsam spannend, auch für den Kanal hier. Ich wollte erst nur über den Tagesspiegel berichten und bekam 20:19 Uhr eine E-Mail. Hallo Lehrer Mafi und so weiter. Dein Video wurde von YouTube entfernt, dachte ich nur. Und ausgerechnet dieses, hier, dieses Video, wo ich am 13.03. schon einfach gesagt habe, Leute, horcht euch den Dr. Wodak an. Bleibt ruhig. Bleibt besonnen, der Mann weiß, wovon er spricht. Es ist nichts Schlimmes. Ich habe die Leute beruhigt. Aber naja, wir können ja mal die. Ach so, noch hier kurz, ne? Vom 13.03., das hatte 371.000 noch was Aufrufe, wurde heute entfernt. Natürlich zur Werbung nicht geeignet, das war ja schon eher so. Aber das ganze Video wurde entfernt. Und zwar, ich hatte es genannt: Coronavirus, Panik ist falsch, sagt Dr. Wodak und so weiter und so fort.
Da ich ja den guten Doktor ein paar Mal hier zitiere, noch mehrere Male, schätze ich, wird es spannend. Also, wie gut wir in das Wespennest gestochen haben, das haben wir gesehen. Komischerweise wurde dieses Video nicht demonetarisiert. Naja, gut, also zurück. Und zwar genau dieses Video. Ich lese euch mal die wichtigsten Sachen vor. Die allerwichtigste, und das ist einfach dreckig. Dein Video und so weiter wurde zur Überprüfung gemeldet. Ja, wir haben lauter Petzen und Kleingeister überall. Und dann wird man sowas sehen und sagen, ah, das geht nicht. Aber weiter. Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, durch die medizinische Falschinformationen verbreitet werden, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden zu Covid-19 stehen. Dies umfasst auch Informationen zu Methoden zur Prävention, Behandlung oder Diagnose und zu Übertragungswegen von Covid-19. Auf die weiteren Informationen verzichte ich jetzt mal. Auswirkungen auf das Konto. Dein Konto hat keine Verwarnung wegen Verletzung der Community-Richtlinien oder eine sonstige Strafe aufgrund dieser Entfernung erhalten. Das finde ich schon mal gut. Aber Achtung jetzt, wir empfehlen dir dennoch, alle deine Inhalte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie unseren Community-Richtlinien entsprechen. Weitere Verstöße können potenziell zu Verwarnungen oder sogar zu einer Kontokündigung führen. Ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen irgendwo. Ich kann dann, und das werde ich natürlich auch machen, Beschwerde einlegen. Dazu muss ich ein Formular einreichen und so weiter und so fort. Aber jetzt, glaube ich, wird es Zeit, ja. Es wird höchste Zeit. Es wird allerhöchste Zeit. Und ich werde heute noch ein Video loslassen. Allerdings muss ich dafür noch einige Sachen recherchieren, auf dass wir diese Aktion zu einem noch größeren Erfolg werden lassen. In diesem Artikel vom Tagesspiegel, da spricht man teilweise von 1 Million, auch von 4 Millionen und so weiter. Ihr lest euch das selber durch. Also diesen Link dazu, ne, den fertige ich euch an und dann geht das. Aber nochmal, wir müssen das Ganze zu einem wirklichen Erfolg werden lassen und dazu werde ich andere Kanäle mit ansprechen. Und jetzt an die Community, wenn ihr Kontakt zu Kanälen habt, oder ich bitte euch einfach, schreibt einfach eine E-Mail an große, zum Beispiel 5 Ideen oder Schrank TV und so weiter. Ich werde diesen Text unten noch mit in die Videobeschreibung reinlegen. Und handelt bitte entsprechend, schickt denen E-Mails oder sonst was oder schickt denen das in die Kommentare mit rein. Die müssen das. Die sollten, nicht müssen, aber die sollten uns lieber helfen. Nicht, weil ich Köhler bin, sondern weil es um die Sache geht, weil es um unsere Kinder geht, um unsere Zukunft geht und deswegen, nur deswegen, helft bitte mit, dass unsere Aktion ein riesiger Erfolg wird. Und dann geht's weiter. Ich werde natürlich selber jetzt noch dieses Video hierfür, ne, aber da brauche ich noch die Kanalnamen entsprechend vorbereiten, sodass ich von meiner Seite her nochmal was tue. Und wenn ihr das dann seht, werde ich auch nochmal darum bitten, helft alle mit, dass wir diese Aktion hinbekommen. Und wenn ihr immer den gleichen Text reinkopiert, jeder, aber nicht jeder ein paar Mal, höchstens jeder auf verschiedenen Kanälen, aber nicht zwei, dreimal, sonst geht das sofort in den Spam-Ordner. Liebe Leute, es wird spannend. Ich habe trotzdem den grünen Rahmen gewählt. Warum? Weil uns das doch hier, das doch zeigt, was für eine Angst vor diesem Samstag herrscht. Und darüber kann man sich freuen. Also, dann macht was, macht's gut und heute Nacht noch dann das letzte Video dazu, zu dem Thema. Also, bis später. Tschüss.